Ich bin kein Feminist und du solltest auch keine sein. Frauen gegen Feminismus. Das passiert gerade auf TikTok und auf Instagram. Wir gehen die ganzen Feminismusdebatten so auf den Senkel. Der Feminismus hat sich in Zeiten der totalen Gleichberechtigung radikalisiert. Sie erreichen Zehntausende mit solchen Aussagen. Was auch immer der Mann tut, was dir nicht gefällt, weißt du, was du machen solltest? Gar nichts. Frauen sollen laut ihnen nicht selbstbestimmt sein. Ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen. Manche vernetzen sich untereinander und machen Videos mit rechten Influencern. Es ist auch ein internationales Phänomen. Feminism is a war on true masculinity. All it really does is teach little girls to hate men. Hier steht, schützt unsere Kinder vor Feminismus. Sie alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich, ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist, dass Antifeminismus ein Brückennarrativ, ein Türöffner ist in extrem rechte Ideologien. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen. 4 Monate recherchiere ich auf TikTok und Instagram und frage mich, wieso sind Frauen gegen Feminismus? TikTok und Instagram nutze ich zur Unterhaltung. Normalerweise werden mir dort lustige Hundevideos und Einrichtungstipps vorgeschlagen. Doch seit kurzem bekomme ich ganz anderen Content in meinen Feed. Frauen positionieren sich dort gegen Frauenrechte. Sie sagen und schreiben dort Dinge wie: Feminismus steht schon lange nicht mehr für Gleichberechtigung, falls es das jemals stand. Für diesen Film treffe ich 3 Frauen, die sich offen gegen den Feminismus stellen. Ich werde sie kennenlernen, konfrontieren und erfahren, was sie antreibt. Ein Instagram-Kanal, der mir während meiner Recherche immer wieder begegnet, ist der von Liebe zur Bibel. Dort finde ich viele Posts zum Thema Männer- und Frauenrollen. Die seien Gott gegeben. Bedeutet konkret, Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen. In einem weiteren Post finde ich Anweisungen, wie man sich als Frau zu kleiden hat, um von Männern nicht als Sexobjekt wahrgenommen zu werden. Mir war nicht klar, dass es so viele Menschen gibt, die Feminismus für gefährlich halten. Für mich ist Feminismus eine Lebenseinstellung. Er steht dafür, dass alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt sein sollten. Antifeminismus ist eine ideologische Haltung, die den Feminismus ablehnt und sagt, dass heutzutage keine Ungleichheit mehr zwischen den Geschlechtern bestehen würde. Ich will wissen, wie entsteht eine antifeministische Haltung? Während meiner Recherche lasse ich die Aussagen der Frauen von Len Schmid, von Mobirex, vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg einordnen. Aus Angst vor Angriffen möchte Len nicht gezeigt werden. Len ist non-binär. Die erste Frau, die ich treffe, ist Jasmin. Sie ist christliche Influencerin und betreibt den Instagram-Account Liebe zur Bibel. Vor dem Frühstück wird erstmal gebetet. Zwar bete ich mit, fühle mich aber als überzeugte Atheistin komisch dabei. So, let's go. Also bedien dich. Machst du das vor jedem Essen? Ja, also ich, nicht, wenn ich jetzt ein Brötchen esse, bete ich jetzt nicht jedes Mal davor. Jasmin ist Mitglied in einer Freikirche in Hamburg. Beruflich ist sie Kommunikationsdesignerin und studiert Theologie. Heute spielt der Glaube die zentrale Rolle in ihrem Leben, erzählt sie mir. Davor sei sie völlig weltlich aufgewachsen und habe dann gemerkt, wie unfrei sie sei. Eigentlich bin ich versklavt und eigentlich suche ich überall in jedem Bereich irgendwie nach Befriedigung oder ja, nach, ich will glücklich werden. Ich lese dann die Bibel und ich lerne, was es heißt, Christ zu sein, indem ich halt Gottes Wort einfach lese und gucke, was sagt Jesus eigentlich in seinem Wort über mich, über die Rolle der Frau, über das Frausein. Jasmin verändert ihr Leben radikal. Hat ein neues Selbstverständnis in ihrer Rolle als Frau, ändert ihren Alltag, ihre Lebensziele und auch ihren Kleiderschrank. Kurze Hosen, Crop-Tops, heute ein No-Go. Wer entscheidet, ob jetzt eine kurze Hose aufreizend ist oder nicht? Also die Frau hat ja einfach sekundäre Geschlechtsmerkmale, die halt einfach aufreizend auf Männer wirken. Also ja, aber jetzt zum Beispiel, Beine sind jetzt keine sekundären Geschlechtsmerkmale. Nee. Ja. Genau, kann man einfach, als Frau hat man, glaube ich, weiß man, was man anzieht und weiß auch, welche Wirkung das erzielt. Wie krass sich Jasmin äußerlich in den letzten Monaten verändert hat, wird sie mir später noch zeigen. Nicht nur ihre Rolle als Frau begründet Jasmin mit Bibelversen, auch ihre Vorstellung einer vermeintlichen natürlichen Geschlechterordnung. Ne, Gott hat für jede Person, für jede Frau, für jeden Mann eine individuelle Berufung. Und dennoch gibt es klare Anweisungen für Frauen und es gibt klare Anweisungen für Männer jetzt. Eine extreme Ansicht, finde ich.
Leben wir nicht in einem Land, wo jeder alles sein kann? Hier steht zum Beispiel an die Frauen, zu euch Frauen ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Aber genauso krass gibt es dann auch eine Anweisung für die Männer, dass die Männer die Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sprich, Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde, ist gestorben für seine Gemeinde. Das ist der Auftrag an die Männer, sich so hinzugeben für die Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Sie zitiert hier aus dem Brief des Paulus an die Epheser aus dem Neuen Testament. Wie schafft man dann da in der Beziehung oder in der Ehe die Entscheidungsmacht an den Mann abzugeben? Also noch bin ich ja nicht verheiratet. Ja. Man kann es ja erst mal so sehen, wenn man dann verheiratet ist. Aber ich würde schon sagen, also ich würde das Prinzip auch in der Ehe leben, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, Gottes Prinzipien sind halt wie gesagt allgemein zeitlos gültig. Und würde mich auch dann da unterordnen. Jasmin wirkt als Influencerin und Kleinunternehmerin emanzipiert. Da scheint es widersprüchlich, dass sie sich in einer Beziehung unterordnen würde. Ich glaube nicht, dass eine Frau einfach nur dazu gemacht ist, zu Hause zu sitzen und Kinder zu bekommen, sondern sie hat eine individuelle Berufung von Gott bekommen. So, und das ist bei jeder Frau anders. Natürlich ist die Frau da, um Kinder zu gebären. Der Mann kann keine Kinder gebären. Das ist die Rolle der Frau. Was ist, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann? Das ist schade, das ist nicht schön. Len Schmid vom Demokratiezentrum Mobirex sagt: Es ist eine verbreitete Haltung im Antifeminismus, von einer natürlichen oder gottgegebenen Geschlechterordnung auszugehen. Wollen wir noch über deine Bücher reden? Ja, können wir gerne machen. Jasmin schreibt seit 3 Jahren Bücher. Zum Beispiel dieses: Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Darin geht sie primär der Frage nach, wie man als Frau das Single-Leben mit einer eigenen Berufung gestalten kann, bevor man schließlich den Ehemann fürs Leben findet. Ich versuche den Frauen Identität mitzugeben oder Identität zuzusprechen, wo Jesus sie zuspricht. Zum Beispiel, hey, du bist erwählt, du bist heilig geliebt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sprich, dein Körper ist Gott wichtig. Ich muss mich als Frau jetzt nicht nur die ganze Zeit auf meinen Partner konzentrieren und hier zu Hause sitzen und weinen, wann kommt endlich mein Ehemann, sondern ich kann mich darauf vorbereiten, die Ehefrau zu sein, die ich sein möchte nachher. Ein anderes Buch trägt den Titel Jesus und Gender. In der Inhaltsbeschreibung schreibt sie, dass ihr Buch unverzichtbar sei für Eltern, denn die Gender-Ideologie würde Gedanken und Weltanschauungen von Kindern pervertieren. Im Buch vertritt sie eine binäre Geschlechterordnung, sagt, es gäbe nur männlich und weiblich. Mit ihren Worten leugnet Jasmin die Existenz von Transmenschen. Jetzt mal nur Beispiel Intersexualität. Wenn sich Menschen also aus biologischen Gründen jetzt nicht einem Geschlecht zuordnen lassen. Was ist da die Antwort auf jungen Mädchen? Ich kann da gerade viel zu wenig zu sagen, weil ich in dem Thema noch nicht so drin bin. Und dann bin ich lieber vorsichtig, irgendwas dazu zu sagen. Deswegen sage ich, also ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Ja. Mich erschreckt es, dass Jasmin ein Buch über Geschlechter schreibt, ohne sich mit dem Thema offensichtlich näher beschäftigt zu haben. Auf dem Weg in die Stadt zeigt sie mir noch Bilder von ihrem früheren Ich. Krass. Das bin ich. Also würde ich jetzt so, vielleicht im Urlaub, ich weiß nicht, also ich würde jetzt hier so jetzt nicht rumlaufen auf jeden Fall. Vermisst du es ein bisschen? Nein. Gar nicht? Nee. Also ich habe mein Leben da so gelebt so, und ich sehe das und denke mir so, ja okay, krass, du hast halt ein altes Leben gehabt. Und ich bin froh, dass Jesus mich da rausgenommen hat, ehrlich gesagt. Er meint so, ich wäre da frei gewesen, so, ich kleide mich, wie ich will, ich feiere mein Leben, so ich will. Ich war nicht frei. Ich war einfach auf der Suche nach Liebe. Jasmin ist hier mit ihrer Freundin Lina verabredet. Vor ein paar Jahren hätte sich Lina noch als Feministin bezeichnet. In der Uni lernt sie Jasmin kennen und vollzieht einen kompletten Lebenswandel. Ich war richtig krass in der feministischen Richtung, sage ich mal, unterwegs. Also ich habe schon echt auch so einen Hass gegen Männer gehabt, so ein bisschen. Und mich einfach so doll auch unterdrückt gefühlt, was, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet ist, wie in der Gesellschaft mit dem Thema Feminismus umgegangen wird. Mein Denken wurde so irgendwie umgepolt von Gott, dass Feminismus nicht bedeutet, mich irgendwie für Rechte einzusetzen, von denen ich glaube, dass ich sie nicht habe, obwohl ich sie vielleicht eigentlich habe. Und stattdessen sich vielleicht einfach mal damit auseinanderzusetzen, was Gott denn eigentlich gedacht hat, was meine Rolle als Frau ist. Und mich darin auch einfach, mich anlehnen zu dürfen. Von einer Feministin zur Antifeministin. Lina erzählt,
dass sie nach ihrem Wandel einen Großteil ihres Freundeskreises zurückgelassen hat. Mädelsabende, an denen über Sex oder Partyerlebnisse gesprochen wird, kann sie sich nicht mehr vorstellen. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer seit Anbeginn der Zeit zu Hause sitzen und ihre Kinder, weiß ich nicht, was auch immer. Und das Hausfrauenbild ist ja auch einfach total schlecht dargestellt in unserer, also so empfinde ich das zumindest. Ich will einfach wirklich, ich will eine Familie und ich will ja Kinder und dieses ganze Denken, was eine Frau ist. Also früher war es so, bloß nicht in Schubladen denken, ja. Und heute zu sagen, ja, eine Frau gebiert. Finde ich beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Auf Social Media finde ich auch Videos von einer Userin namens der Äqualist. Während ihr Account auf YouTube noch aktiv ist, wurde ihr Profil auf TikTok mittlerweile gesperrt. Dennoch teilt sie weiter ihre Meinung zu gesellschaftlichen Problemen und führt diese zurück auf eine neue Form der Weiblichkeit. Auch andere Frauen teilen diese Meinung in Reaction-Videos. Aber wisst ihr, was wirklich ist? Die steigende Zahl von mentalen Krankheiten, geschiedenen Familien, Problemkinder, Depressionen und so weiter. Und nein, daran ist nicht das böse Patriarchat schuld. Und auch nicht Männlichkeit. Es ist der Aufstieg der toxischen Weiblichkeit. Hinter der Äqualist steckt die 22-jährige Marxaline Schiffer. Wir treffen sie im Wald in der Nähe ihres Heimatortes. Aus Angst vor Hatern will sie nicht, dass man weiß, wo sie wohnt. Ich konfrontiere sie mit ihrer Aussage, dass toxische Weiblichkeit der Grund für Depressionen, Scheidungen und Problemkindern sei. Wie kannst du denn für dich diese Kausalität einfach auf diesen Punkt toxische Weiblichkeit zurückführen? Ich würde sagen, das ist einer der Punkte und das ist anderthalb Jahre her, das Video. Ich würde das jetzt ein bisschen anders sehen, es gibt natürlich noch andere Faktoren. Im Endeffekt geht es halt um so Kleinlichkeiten, die sich aber durch ein gesellschaftliches Konstrukt erklären lassen. Zum Beispiel, man verdient im selben Job mehr. Sie erklärt mir, dass der Gender Pay Gap nur darauf zurückzuführen sei, dass Männer ohne Elternzeit mehr arbeiten. Ihr seht es in meinem Gesicht, es fällt mir schwer, ihr zu folgen. Und wenn man halt dann hingeht und sagt so, ja, Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt und jetzt kriegen die hier nicht genug Gehalt. Das ist ja erstmal eine Beobachtung der Tatsachen, aber du weißt halt nicht, warum das so ist zum Beispiel. Und das ist halt eine toxische Seite von Feminismus, die ich halt sehe. Laut dem Statistischen Bundesamt ist der Gender Pay Gap bedingt von sehr vielen Faktoren. Teilzeitarbeit aufgrund von Mutterschaft ist einer davon. Dass diese Ungleichbehandlung jedoch zu toxischer Weiblichkeit und das wiederum zu mehr Depressionen führt, scheint wenig plausibel. Ich habe mich selber als feministisch gesehen, weil ne, als Frau, natürlich bist du für Frauenrechte erstmal. Aber wenn man halt auch ein bisschen so in der Social-Media-Welt ist und da ja, sich die Sachen anguckt, da merkt man halt, also das ist total komisch, die Leute repräsentieren das nicht so, wie ich das verstanden habe. Wie genau sie es versteht, kann sie mir allerdings nicht sagen. Ihrer Meinung nach haben wir in Deutschland das Patriarchat schon lange hinter uns gelassen. Frauen hätten hier schon lange die gleichen Rechte wie Männer. Sie ist genervt von der Opferrolle, in die sich Frauen selbstständig stecken würden. Wir laufen gerade übrigens zu Marxalines Lieblingsplatz. Was löst der Wald bei dir aus? Ich mag das halt einfach. Ich mag halt nicht so menschengemachte Umgebungen. Für ihre krassen Aussagen im Internet erntet sie viel Hass. Auch den sieht sie als eine Folge von toxischer Weiblichkeit und Feminismus. In einem Video auf YouTube hat sie einige Reaktionen zusammengeschnitten. Sie bekommt Kommentare wie, du sollst dich umbringen. Stirb, stirb einfach und das sage ich nochmal mit Liebe vom Herzen. Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nicht alles, okay? Trotz brutalen Hassreaktionen macht sie weiter. Mein Eindruck ist, Marxaline ist Teil einer Online-Bubble, in der viel Hass herrscht und der Begriff Feminismus oft als Kampfbegriff für Männerhass missbraucht wird. Während meiner Recherche richtet die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus ein. Hier treffe ich die Leiterin Judith Rahner. Die Stiftung macht Bildungsarbeit und klärt über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf. Antifeministische Vorfälle kann man auf der Website der Stiftung melden. Körperliche Angriffe genauso wie verbale. Und auch Äußerungen wie die von den Frauen in diesem Film. Was passiert da mit den Meldungen?
Also sind bisher tatsächlich hunderte Meldungen eingegangen. Wenn wir diese Fälle alle anonymisiert haben, dann werden wir das in einer Chronik veröffentlichen. Weil der Sinn ja dieser Meldestelle auch ist, die Systematik und die Zahl an Angriffen einfach mal öffentlich sichtbar zu machen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung will auch herausfinden, ob antifeministische Haltungen Einzelfälle sind oder Menschen sich vernetzen und organisiert sind. Laut Judith Rahner würden viele antifeministische Vorfälle bisher nicht angezeigt, weil sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze lägen. Antifeminismus ist ja kein Straftatbestand. Ist da irgendwie, also hat da die Politik was versäumt oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Genau, Antifeminismus ist kein Straftatbestand. Deutschland ist sehr statistikgläubig. Alles, was nicht in der Statistik abbildbar ist, findet auch nicht statt. Das will die Stiftung ändern. Die Meldestelle soll dieses Dunkelfeld abbilden. Als die Meldestelle im Februar online geht, schlägt der Amadeo-Antonio-Stiftung massive Kritik entgegen. Auf Twitter fallen Stasi-Vergleiche. Ich zeige Judith Rahner ein Format, das ich auf TikTok gesehen habe. Es heißt, wir klären das. Finanziert von einem Verein, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, namens 1%. Und die haben euch einen extra TikTok gewidmet. Wer oder was ist die Amadeo-Antonio-Stiftung nochmal? Als Ziel gibt die Organisation selbst die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft an und wendet sich gegen deren Gegner, nämlich angeblichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Es geht darum, alle rechten oder konservativen Positionen unter Beschuss zu nehmen und den Korridor des Sagbaren kleiner zu machen. So wird alles Nicht-Linke kriminalisiert, ohne dass Gesetze geändert werden müssten. Wer oder was ist die Amadeo? Ja, habt ihr solche Seiten auch auf dem Schirm? Und was würdest du ihr sagen? Da stimmt natürlich ganz viel dran. Das ist ja jetzt erstmal auch Fakt. Wir werden von Bundesfamilienministerium mit Sachen gefördert. Manchmal ist es ja nur ein kleines Wort, was dann da, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, angeblichen Antisemitismus, ja. Angeblichen Rassismus und so weiter. Und da zeigt sich schon so Relativierung von gesellschaftlichen Problemlagen, wo die Rechtsextremen natürlich kein Interesse dran haben, was die auch einfach nicht sehen. Und alles, was sie dann am Ende sagt, ist totaler Quark. Ja? Also, dass wir irgendwie alles, was nicht links ist, irgendwie diffamieren würden oder was weiß ich, was sie da sagt. Und nur das Rechte, das stimmt einfach nicht. Die Tatsache, dass es jetzt eine Meldestelle für Antifeminismus gibt, zeigt zumindest die Aktualität dieses Themas. Genau dieses Phänomen untersucht die Soziologin Mareike Bauer. Dass auch Frauen gegen Frauen hetzen, ist für sie keine neue Entwicklung. In Krisenzeiten erhält die Ideologie jedoch neuen Aufschwung, sagt sie. Hast du das Gefühl, dass Antifeminismus eine Gefahr für die Demokratie darstellt? Ja, ich würde sagen, es stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, weil es eben ja quasi entgegen demokratischer Ziele wie zum Beispiel der Gleichstellung von Geschlechtern wirkt. Also es ist ganz klar reaktionär und antidemokratisch. Es wirkt gegen bisherige feministische und queere Bewegungen und deren Erfolge. Es ist ganz klar auch menschenfeindlich und ausgrenzend. Das Gefährliche ist, wenn wir uns so Online-Inhalte anschauen, dass es eben sehr subtil passiert. Also das sehen wir ganz klassisch bei den typischen Tradwives, ne? Also Traditional Wives. Tradwives, also Frauen, die das traditionelle Rollenbild glorifizieren. Das ist auf den ersten Blick kein besonders gefährlicher Inhalt. Und oft wird dieses antifeministische Element da auch sehr subtil eigentlich erst zum Vorschein. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet schon 2022 das Phänomen Antifeminismus. Er sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen und schreibt im Verfassungsschutzbericht: Insgesamt ist ein tradiertes, rückwärtsgewandtes Frauenbild im Rechtsextremismus vorherrschend, aus welchem sich ein entschiedener Antifeminismus ableitet. Das heißt, es gibt Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus. Bisher steht jedoch Antifeminismus von Männern im Fokus. Antifeministische Haltungen von Frauen werden bislang nicht besonders beobachtet. Bei Maxaline finde ich keine solchen Verknüpfungen. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie Der Ketzer der Neuzeit und Eingolan. Herzlich willkommen im Talk hinten im Bus im Volkswagen. Ja, haben noch mal alles. Der YouTuber Ketzer der Neuzeit stürmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Auf seinem Kanal bei YouTube zeigt er, wie er versucht, sich Zugang zur Veranstaltung zu verschaffen. Ich komme hier nicht durch. Oh, okay, das war meine Frage. Bei der Polizist vorhin hat mir das gesagt. Aber okay. Was ist denn mit dir? Ah, Knie in die Eier hast gerade übrigens. Und das nur, weil ich denke, es gibt zwei Geschlechter. Ich frage Mareike Bauer, wie sie diese Verbindung einschätzt. Da schlägt sich so ein bisschen die Brücke. Und da sehen wir auch ganz eindeutig, dass Antifeminismus
als Brückennarrativ wirken kann zwischen verschiedenen Ideologien und verschiedenen Weltanschauungen, weil Ketzer der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Antifeminismus als Brücke zu rechten Ideologien? Ob das den Frauen mit ihren Aussagen überhaupt immer bewusst ist? Die dritte Frau, die ich für diesen Film treffe, ist Mia. Auch sie ist mir auf Instagram aufgefallen. Von rechten Ideologien distanziert sie sich. Aber auch ihre Ansichten finde ich ziemlich krass. Ich bin heutzutage auf gar keinen Fall eine Feministin. Sie fühlt sich vom Feminismus diskriminiert, findet, dass er Frauen die Identität raubt. Der Feminismus, der wirft ja gerade die Frage in der Gesellschaft auf, was ist überhaupt eine Frau? Eine Frau ist für mich eine Person, die mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wird und auch die passenden Chromosome dazu hat. Das ist für mich eine Frau. Mia ist Pastorin, Mitglied einer Freikirche und Mutter. Ihre Ansichten, über die wir heute sprechen, will sie jedoch unabhängig von ihrem Glauben begründen. Früher sei sie Feministin gewesen. Ursprüngliche feministische Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht unterstützt sie. Heute hat sie den Eindruck, dass Feminismus Frauen davon abbringt, Mutter zu werden. Warum hast du das Gefühl, dass Feminismus gegen die Mutterschaft läuft? Auch. Ich, wie du merkst, ich bin ein großer Twitter-Recherchierer. Ja. gib mal ein bei Twitter, Regretting Motherhood. Sie zeigt mir, welche Beiträge sie meint. I prefer the regret of not being a mother to the regret of having a kid. Und das ist halt ganz viel die Agenda. Im Twitter-Post steht, ich bedauere es lieber, keine Mutter zu sein, als zu bedauern, ein Kind zu haben. Es wird ja nur einseitig beleuchtet. Wo ist denn mal jemand, der einen Hashtag machen würde, Feminismus, Mutter sein ist klasse? Gibt's doch nicht. Die Regretting Motherhood-Kampagne, auf die sich Mia hier bezieht, warnt nicht davor, Mutter zu werden, sondern will sichtbar machen, dass es auch Mütter gibt, die es bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Weiter stört Mia am Feminismus die große Aufmerksamkeit auf Vielgeschlechtlichkeit. Transfrauen beispielsweise sind für Mia keine Frauen. Was ich nicht möchte, ist, dass meine Kinder unterrichtet werden im Unterricht, dass das Geschlecht, was sie bei ihrer Geburt haben, kein Identifikationsmerkmal dafür ist, dass sie eine Frau sind. Das ist keine Wissenschaft und Kinder werden so verunsichert. Len Schmid von Mobirex ordnet diese Aussagen als transfeindlich ein. Auch Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die heute sagen, ich bin heterosexuell, ich bin nicht depressiv, ich habe sonst keine Störungen, ich bin nicht emo, ich bin kein Klimaaktivist und keine Feministin, das sind die, die gehatet werden, die langweilig sind, die als Nazis abgestempelt werden, als konservativ, die ausgegrenzt werden und die auch Diskriminierung erleben. Das ist, was ich gerade sehe, was in den Schulen hier passiert. Sie erzählt mir, dass ihre Kinder in der Schule viel Aufklärung über queere Themen halten. Und plötzlich entsteht dieses Feeling von, es ist ein Hype und alle wollen jetzt queer sein, aber es ist ja einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich das fühle. Ja, wie gesagt, wir beide haben jetzt hier da unterschiedliche Meinungen, aber der Hype ist definitiv da, weil wer heutzutage queer ist, ist definitiv cool, bekommt super viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Von daher, es ist schon so, dass eine Manipulation meiner Meinung nach in die Richtung vorhanden ist. Menschen suchen sich nicht aus, ob sie queer sind oder nicht. Und queer sein kann immer noch gefährlich sein. Laut dem Bundesfamilienministerium wurden 2022 über 1000 Straftaten gegenüber queeren Menschen gemeldet. Auf dem Balkon frage ich sie, ob sie das Gefühl hat, sich nicht mehr frei äußern zu können. Mein Eindruck ist, dass wenn ich jemandem sage, ich bin nicht deiner Meinung, dann fühlt er sich davon schon sofort verletzt und diskriminiert. Sagen wir mal, du sagst mir, ich möchte lieber ein Mann sein und wir wären Freundinnen, würde ich dich sehr lieb haben. Und ich würde mir für dich wünschen, dass du erkennst, was für eine schöne und tolle Frau du bist. Und dass, wenn ich dir das sage, Eva, ich höre deinen Schmerz und ich höre, dass du nicht zufrieden bist. Aber wenn ich dir mal sagen darf, ich finde dich klasse, wie du bist, dass das nicht diskriminierend ist, dass das nicht homophob oder transphob ist, sondern dass auch als Wohlwollen gemeint sein kann in deine Richtung, weil ich dich mag und dir einen schweren Weg ersparen will. Sie spricht aus, was viele denken. Doch, indem Mia nicht diskriminierend und nicht homophob sein will, ist sie schlichtweg genau das. Auch darüber spreche ich mit Len Schmid.
Mias Aussage legt nahe, dass es sich bei Transmenschen um Menschen mit wenig Selbstbewusstsein oder um ein Resultat von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen handelt. Len Schmid zitiert hier den Bundesverband Trans. Transgeschlechtlich bedeutet, jemand fühlt sich nicht ganz oder nicht immer dem Geschlecht zugehörig, das der Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Gespräch mit Mia verfolgt mich auch nach dem Drehtag noch lange. Ihre Sorgen werden von Angst getrieben. Die Haltungen der drei Frauen, die ich treffe, sind antifeministisch, aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Antifeminismus kann ein Eintrittstor in extreme Ideologien sein. Doch nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus lässt sich gleich im rechten Spektrum verorten. Manche Aussagen von Antifeministinnen können die Diskriminierung von Menschengruppen legitimieren und kratzen an der gleichberechtigten Teilhabe in unserer Gesellschaft. Manche ExpertInnen mahnen deshalb: Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist. Wie groß das Phänomen ist, wird noch erforscht. Hass und Hetze, gerade auch zwischen Frauen, gehen währenddessen weiter. Klickt auf den Link, wenn ihr mehr über gefährliche Ideologien auf TikTok und Instagram sehen wollt. Selma Badawi hat einen salafistischen Influencer konfrontiert. Alle unsere Filme findet ihr ab jetzt primär in der ARD-Mediathek. Neues vom Y-Kollektiv gibt's immer montags.